ein mittlerweile ständiger Gast, ein Dauergast aus München, unser Ulrich, der findet es so schön, dass er sagt, er will dieses Jahr gar nicht mehr nach München zurück. Und er wollte uns gerne auch ein paar Worte sagen. Ulrich, bitte. Danke. Also nach wie vor, ich arbeite noch bis Weihnachten hier. Ich würde auch gerne in München reden, aber so rede ich hier, da fühle ich mich sehr wohl. Ja, war heute wieder viel vom Frieden die Rede, vom inneren Frieden. Ich wollte auch noch mal ein bisschen darüber nachdenken, wo der Brennpunkt dieser Konflikte in der Welt eigentlich liegen könnte. Fangen wir doch einfach mal an mit großer deutscher Literatur, Goethes Faust, große deutsche Literatur, eins der bedeutendsten Werke. Warum eigentlich? Die Geschichte kennt jeder. Der Faust, dem ist ein bisschen langweilig, der ist ein bisschen neugierig. Und da begegnet er einem unguten Geist, verkauft ihm seine Seele und macht daraufhin eigentlich alles kurz und klein. Es ist nicht die einzige Sage in der Art, es gibt viele Märchen, wo es um den Teufel geht. Und ich habe eigentlich nie ganz verstanden, worum es da geht, wie soll das gehen, was für ein Interesse könnte so ein Geist an einer Seele haben, wie kann der die nutzen. Es bleibt mir bis heute schleierhaft, aber die Thematik verfolgt einen eigentlich Schritt auf Tritt. Und wir haben ja schon oft gehört, dass die Thematik auch in der großen Politik, in der Hochfinanz eine Rolle spielen könnte. Ja, vielleicht geht es tatsächlich nicht alleine um Geld, nicht alleine um Macht. Die wirklich Mächtigen, die ganz großen Bankiersfamilien, haben mittlerweile so viel Geld, sie haben so viel Macht. Sie hätten eigentlich ein leichtes, jetzt die Erde zu ordnen, einen Frieden zu installieren und sich als die großen Könige dieses Friedens hinzustellen und diese Macht vielleicht auch zu behalten. Ich glaube, so wie die Menschen strukturiert sind, würden sie ihnen diese Macht gerne gönnen. Aber vielleicht geht es eben nicht um die Macht alleine in diesem Sinne und um das Geld, sondern vielleicht geht es tatsächlich um unsere Seelen. Das ist vielleicht eine gewagte These, zunächst einmal vielleicht auch zu meinem Hintergrund. Ich bezeichne mich hier einfach nochmal als einen, einen religiösen Agnostiker. Also einen Menschen, der versucht, sich mit dem Verstand religiösen Fragen zu nähern, ohne in diesem Sinne zu glauben. Ich muss es kurz erklären, damit es verständlich wird. Natürlich ist der Verstand winzig klein gegenüber der Wirklichkeit. Das heißt, zu glauben, unser Verstand könnte gegen die Wirklichkeit anstinken, ist arrogant und kann nicht weit bringen. Aber wir werden überall betrogen. Das ist etwas, was wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen. Und gegenüber dem Betrug, gegenüber unseren Mitmenschen, ist der Verstand leider unser stärkstes Werkzeug. Und zum Verstand zähle ich hier an der Stelle das Herz dazu. Also was ich hier sage, ist einfach logisches Denken und versuchen zu verstehen, in welcher Situation wir uns befinden. Ja, wir stellen fest, alles was wir hier erleben, wir werden abhängig gemacht. Das heißt, man versucht uns geistig, seelisch zu entführen. Durch den Konsum, durch die Gewalt, die man uns nahebringt. Das heißt, man versucht eigentlich unsere Seelen zu verrohen. Und jetzt sind wir wieder bei diesem seltsamen Phänomen, dass man eigentlich durch die uns bekannten menschlichen Erregungen, das Geldstreben und Machtstreben nicht einfach erklären kann, sondern wo eigentlich dieser schlechte Geist dazukommt. Das heißt, das, was mit uns geschieht, ist mit reinem Profitstreben nicht mehr zu erklären, sondern es ist mit Geist zu erklären. Wird es verständlich und plausibel? Ich habe mich mit diesen Gedanken auch letztendlich immer versucht, der Religion zu nähern, weil ich auch festgestellt habe, dass selbst im Bereich des Christentums viel Betrug stattfindet, dass es nicht damit getan ist, in eine Kirche reinzurennen und zu glauben, da finde ich den lieben Gott. Nein, wir wissen es ja inzwischen eigentlich fast alle, dass auch die hohen Kirchenfürsten eventuell eine andere Religion
einer anderen Religion anhängen, als sie uns vorgeben zu leben. Und ich habe für mich einfach gesagt, ich ehre die Kraft, die diese Erde, die dieses Universum geschöpft hat. Ich vermute, diese Kraft ist auch gleich mit dem christlichen Gott. So gesehen bezeichne ich mich auch als Christ. Und ich komme diesem Glauben auch in dieser Zeit immer etwas näher. Aber ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass wir schauen, welche Götter sind es, denen wir dienen. Sowohl im religiösen als auch im reinen Alltagsleben. Überall, wo große Bewegungen entstehen, sind diese Bewegungen unterwandert. Das ist leider ein Fakt. Überall sind Netzwerker dabei, die ihre eigenen Botschaften unterbringen. Und es sind unter uns ja auch einige Esoteriker, die spirituell sind, die ein Bewusstsein für ihr seelisches Leben haben. Und ich möchte hier einfach auch nochmal erinnern, macht euch einfach bewusst, über welche Kanäle werdet ihr spirituell gefüttert. Das gilt auch für Christen, auch Christen müssen sich diese Frage leider stellen. Ich werde auch immer mehr Anhänger der 10 Gebote, insofern sie einfach logisch sind. Es gibt ja auch dieses eine Gebot, du sollst keine Götter neben mir haben. Da sagt dieser Gott, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ja, was ist das für eine Eifersucht? Auf der anderen Seite sehen wir ja, wohin genau dies führt, wenn wir falschen Göttern anhängen. Das ist der Konsum, das ist die Gewalt, die wir erleben, die Zerstörung der Erde. Das heißt, es hat eine gewisse Logik, dass der Gott, der dieses Universum, der diese Erde geschaffen hat, auch dieses Universum liebt und es nicht zerstören will. Dass es also der Gott ist, dem wir anhängen sollten. Oder ich nenne es mal einfach Seele des Universums oder einfach Universum und Erde. Diese Erde zu lieben, der den Geist in ihr innewohnt. Wahrscheinlich ist das einfach der christliche Gott. Und die anderen Götter erkennt man ja zum Teil einfach daran, dass ihnen daran nicht so viel liegt. Das erkennen wir ja in dem, was geschieht. Ihr sollt keine Götter neben mir haben. Ich habe das für mich übersetzt in geh zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Der Schmiedel ist der Gehilfe, der es noch nicht ganz so drauf hat. Geht dorthin, wo die eigentliche Kraft ist, die heilende Kraft. Und in diesem Sinne empfehle ich euch einfach, bedenkt mal, was für Götter es sind, denen wir anhängen. Vielleicht macht es auch Sinn, und es wäre schön, wenn wir darüber sprechen, wenn wir auch diese Mahnwache in diesem Sinne begreifen, dass es ein Bekenntnis zu dieser Erde und zu der die Erde uns Menschen und alle Tiere und Lebewesen schöpfenden Kraft sein könnte. Ja, wir werden entführt mit aller Kraft, mit aller die Soldaten bekommen Musik auf die Ohren, damit sie schießen können, damit sie es aushalten. Die Seelen schreien im Inneren. Und wir erkennen, es geht nicht um Macht und Geld, sondern es geht eventuell einfach um unsere Seelen. Das ist ein schockierender Gedanke und gleichzeitig steckt in diesem Gedanken Potenzial. Es ist was wie bei allen Sachen in dieser schrecklichen Verschwörung, anders kann man es ja nicht nennen. Wenn man die Sache anschaut, wenn man die Realität ist eigentlich so brutal, man hält es kaum aus. Aber wenn man sie anschaut und in dieses tiefe Tal hineingeht, erst wenn man im Tal ist, angekommen ist, mental, kann man die Wege sehen, die aus diesem Tal herausführen. Und dann stellt man fest, dass vieles eigentlich ganz einfach sein könnte. Wenn es also um unsere Seelen geht, dann heißt es, am Ende liegt es in jedem von uns, in der Freiheit jedes von uns, sich zu befreien. Es mag sein, dass wir nicht aufhalten können, dass die meisten Menschen verloren gehen und einfach diesen Weg gehen und auf diesem Weg die Erde zerstören. Es mag sein, dass wir zuschauen müssen, wie die Erde zugrunde geht. Aber
wir für uns unsere Seele reinhalten, heile halten, indem wir in Kontakt zur Schöpfung stehen, in Kontakt zu Gott in diesem Sinne. Und da muss man vielleicht noch nicht einmal so viel glauben, sondern einfach diese Erde anschauen, diese Schöpfung anschauen. Das heißt, jeder von uns ist frei, seinen Weg zu gehen, sich zu befreien, sich zu retten. Und wahrscheinlich ist dieser Weg gar nicht zu trennen von dem Weg, dass wir politisch aktiv sind. Denn indem man das tut, verweigert man sich ja automatisch, anders kann man nicht leben, den Betrug auf der physischen Ebene, dem Konsum der Zerstörung, dem Hass. Das heißt, diese religiöse Haltung führt unweigerlich zu einer menschlichen Haltung im Handeln. Das ist das, was wir eigentlich schon tun. Und deshalb glaube ich, selbst wenn diese Worte vielleicht für manche irgendwo ein Stück weit fremd sind, ich glaube, wir sind alle über diese Liebe zur Erde miteinander verbunden. Ein Stück dieser Befreiung findet alleine dadurch statt, dass wir hier stehen. Dadurch bringen wir zum Ausdruck, dass wir den Betrug nicht mitmachen. Das heißt, alleine die Tatsache, dass wir hier stehen, ist Befreiung, tut uns gut. Wir zehren von diesem Abend, ich zehre von diesem Abend. Und alleine das, so zum Thema, was müssen wir alles noch tun? Nein, es ist unglaublich viel, dass wir hier stehen. Ich freue mich, dass ihr hier steht, ich freue mich, dass ich hier stehen darf. Das ist ein Teil dessen, dass wir hier, um es auch mit diesen Worten sagen, Gott dienen, den Menschen dienen, der Schöpfung dienen und uns dienen. Ja, was können wir tun? Was können wir noch mehr tun? Auch mich bewegt das. Ich zeichne hier einfach mal ein weißes Blatt Papier in die Luft. Es steht für Informationen. Wenn wir hier sprechen, wir diskutieren miteinander, wir sind im Gespräch. Und es ist eine Idee, die mich seit Jahren fasziniert, dass es einen zündenden Gedanken gibt. Es gibt viele zündende Gedanken. Die Bibel war so ein zündender Gedanke, ein Buch oder Jesus Worte. Das heißt, Information, die ergreift und sich verbreitet durch die Kraft, die ihr selber innewohnt. Ein gutes Kochrezept, ein tolles Kochrezept, das gut schmeckt, verbreitet sich. Ein tolles Video verbreitet sich viral. Virale Videos sind auch eine Form zündender Gedanken. Und ich glaube, wenn wir hier arbeiten und in den Arbeitskreisen arbeiten und an der Information arbeiten, die wir unseren Mitmenschen geben, dann ist es das Wirksamste, was wir tun können. Wir können nicht mehr tun, als unseren Mitmenschen ein Angebot zu machen. Zu gerne würde ich mich in das Schlafzimmer der Rothschilds setzen, dem Herrn Rothschild die Pistole auf die Schläfe halten und ihm sagen, jetzt gehen wir mal meinen Kurs. Ja. Wer von uns hat das noch, brauchen wir nicht klatschen, wer von euch hat das noch nicht geträumt? Ja, wahrscheinlich ist es nicht der Weg. Wir alle haben diese Option nicht. Was uns bleibt, und wenn wir unterhalb dieser Ebene ansetzen wollen, mit Kraft, mit Power, mit Lautsein, mit reinem Geschrei, dann sitzen wir am kürzeren Hebel. Diese Werkzeuge beherrschen die Mächtigen besser als wir. Was uns bleibt, ist, unseren Mitbürgern Angebote zu machen. Informationsangebote, Handlungsangebote, Befreiungsangebote. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste, was wir hier tun können, dass wir dieses weiße Blatt Papier, die Information an unsere Mitbürger, mit Inhalten füllen. Ein einfaches Flugblatt ist das Erste. Aber arbeiten wir an dieser Information an, arbeiten wir an dieser Botschaft, an unsere Mitbürger, was können wir erzählen, was sie erreicht? Wo sind sie entfremdet? Wo verstehen sie uns nicht? Sprechen wir mit unseren Mitbürgern und arbeiten wir an diesem Papier? Wir arbeiten an diesen Homepages. Ich habe einige Homepages im Netz. Wie gesagt, ulrichsommer.net, besucht sie. Ich würde mich auch freuen, ich habe keinen Drucker hier, wenn das nächste Mal vielleicht ein paar Leute Flyer von meiner tellityourneighbor.de mitbringen.
Aber vielleicht schreibt ihr auch selber mal einfach Informationen. Ich glaube, das ist auch wirklich, was ihr tun könnt. Setzt euch zu Hause an eure Schreibmaschine und hackt die Botschaft an eure Bürger und bringt sie mit und lasst sie rumgehen. Ja? Es ist wichtiger, die Qualität der Botschaft, als dass wir sie jetzt schnell verbreiten. Denn wenn die Qualität stimmt, wird sie sich rasend von selber verbreiten. Auch die Montagsdemonstration, dieses Format, war eine zündende Idee. Ja, das war es, was ich sagen wollte. Vielen Dank für die gespannte Ruhe. Ja, und seien wir alle mit diesem Globus, mit diesem Universum, mit der schöpfenden Kraft, die sie geschöpft hat, mit allen Menschen und allen Lebewesen und allen guten Seelen auf dieser Erde. Danke. Ich lasse mal direkt nach München.